Jetzt, wo wegen Corona alle zu Hause sitzen wird, telefonieren immer wichtiger. Wer die Möglichkeit hat, nutzt natürlich kostenlose Möglichkeiten wie WhatsApp oder andere Voice-over-IP-Formate, mit denen man natürlich auch kostenlos in die ganze Welt telefonieren kann. Das ist aber nicht immer möglich und manchmal muss man auf eine Telefonnummer zurückgreifen. Wie wir dann trotzdem günstig ins Ausland telefonieren mit einer universellen Lösung, die sowohl am Handy als auch am Festnetztelefon geht, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Ich bin jetzt mal auf teltarif.de und die haben vier Preisvergleiche hier, nämlich einmal Call by Call, Calling Card Anbieter und mit dem Handy und als letztes Voice over IP übers Internet. Wir schauen uns jetzt diese vier Möglichkeiten, günstig ins Ausland zu telefonieren, einmal an, schauen uns die Preise an und gucken auch, welche die praktikabelste Lösung ist. Call by Call nutzt nur Kunden der Telekom. Zudem gibt es hier so ein paar Unwägbarkeiten. Die ganzen Tarife sind nur für bestimmte Zeiten gültig und es gibt auch Anbieter, die ein ganz instabiles Tarifsystem haben, die also jetzt zu einer Zeit günstig sind und zu der anderen Zeit nicht mehr günstig sind. Und das kann dann wirklich von einmal 1 Cent pro Minute bis zu 20 Cent pro Minute gehen. Das würde ich dann fast schon unter Wucher abspeichern. Das heißt, ihr seid die ganze Zeit damit beschäftigt, für eine bestimmte Zeit den günstigsten Anbieter rauszusuchen. Die Tarife wechseln ständig, deshalb hat hier Teltarif auch so einen Schieber für Stabilität eingebaut. Also da kann man sich dann ein bisschen mit behelfen. Und da sind wir dann so im Cent-Bereich, wenn wir die stabilen Tarife nehmen, die halt dauerhaft günstig sind. Vorteil dieser Methode ist, dass das direkt über die Telefonrechnung der Telekom abgerechnet wird. Man muss also jetzt nicht irgendwo ein Konto oder sowas anlegen. Das ist relativ einfach zu machen. Ja, aber wie gesagt, ihr müsst den immer raussuchen, wer gerade der günstigste ist, müsst immer darauf achten, dass der Preis noch so stimmt und müsst immer eine Nummer vorwählen, bevor ihr die echte Nummer wählt. So, das kommt ja nur für Telekom-Kunden in Frage, deshalb gibt es auch noch Calling Cards. Das ist ein Prepaid-System. Ich weiß gar nicht, ob es da noch echte Karten gibt oder ob das jetzt auch einfach nur ein virtuelles Guthaben ist. Da kauft man sich Prepaid halt ein Guthaben. Ich glaube, in den Spätis gibt es die oft zu kaufen. Und dann kann man halt auch zu diesen günstigen Tarifen telefonieren. Hier ist aber der Anmeldevorgang noch komplizierter als beim Call by Call. Hier muss ich mich teilweise mit einer PIN verifizieren oder muss meine Telefonnummer hinterlegen, dass die eben dann automatisch über die günstigen Tarife telefoniert. Das ist also nicht sehr komfortabel und auch nicht der einfachste Weg. So, kommen wir zur nächsten Kategorie mit dem Handy. Naja, das könnte ja einfach werden, aber hier haben wir das Problem, dass wir natürlich eine zusätzliche SIM-Karte brauchen und bei vielen Anbietern pro Gespräch hier nochmal was gecharged wird, nämlich hier zum Beispiel 15 Cent pro Gespräch und dann kommen eben diese Minutenpreise zum Tragen. Ja, aber da brauche ich zu meinem bestehenden Vertrag auch noch eine zusätzliche SIM-Karte. Das finde ich also auch nicht komfortabel. So, dann kommen wir zu meiner präferierten Lösung, nämlich Voice over IP. Auch hier klicke ich mal auf Tarife vergleichen und hier bewege ich mich so im 1 bis 2 Cent Bereich. Den Anbieter, den ich präferiere, der ist hier gar nicht in der Liste. Deshalb klicke ich mal direkt hier auf den Anbieter, da bin ich auch schon angemeldet und da machen wir auch gleich mal einen Preischeck in die USA und hier sehe ich, dass ich bei meiner Nummer, die ich hier anrufen kann, 1,8 Cent pro Minute bezahlen würde und das noch im kundenfreundlichen 30-30 Takt. VoIP to GSM ist deshalb mein präferierter Anbieter, weil der beides bietet. Der bietet eine Aufladung im Voraus, also Prepaid, oder ich hinterlege einfach meine IBAN und die buchen dann einmal im Monat ab, was ich vertelefoniert habe. Warum ist das Ganze jetzt aber so komfortabel und wie kann ich damit anrufen? Das klären wir jetzt. Da gibt es im Prinzip verschiedene Möglichkeiten. Wer eine Fritzbox hat, ja, für den ist es eigentlich am einfachsten. Also wenn man ein Telefon hat, ein Festnetztelefon und eine Fritzbox, dann kann man das Ganze automatisieren. Das ist auch das Erste, was wir jetzt in diesem Video machen werden. So, ihr könnt euch also bei VoIP to GSM anmelden und dann gehen wir mal in die Fritzbox. Ich gehe mal zurück zu VoIP to GSM und hier oben bei Telefonie habe ich den Punkt Anschlüsse. Und wir brauchen eine SIP-ID. SIP-IDs kriegt man eine zugewiesen in der Regel, man kann aber auch eine neue SIP-ID anlegen. So, die kopiere ich mir jetzt rein, nee, die kopiere ich mir nicht raus. Hier auf der Seite ist eigentlich alles, was ich brauche, nämlich den SIP-Server, ja, und die Login-Daten. Jetzt gehen wir mal zurück auf die Fritzbox. Hier habe ich jetzt meine Vodafone-Nummern und hier klicke ich jetzt auf neue Rufnummer. Bisschen dämlich ist, es ist keine Rufnummer. Ich kann mir zwar Rufnummern kaufen bei VoIP to GSM, aber ich habe ja jetzt gar keine. Ich will ja nur noch außen telefonieren. Bei Telefonieanbieter wähle ich jetzt also mal VoIP to GSM am besten aus, aber das scheint es hier nicht zu geben, ist nicht vor
eingestellt, ist aber auch gar kein Problem. Wir gehen hier einfach hier unten auf anderer Anbieter. Und hier steht dann die Rufnummer für die Anmeldung und die interne Rufnummer in der Fritzbox. Ja, das sind leider Pflichtangaben, die sind aber eigentlich ein bisschen fehlplatziert. Als Rufnummer für die Anmeldung würde ich jetzt hier einfach mal meine SIP-ID eintragen. Und die interne Rufnummer in der Fritzbox, keine Ahnung, lassen wir auch mal das, ich weiß nicht, ob er das so akzeptiert. Benutzername und Kennwort sind auch genau diese Daten. Die kopiere ich mir jetzt einfach nur rein. Der Registrar ist der Server, an dem wir uns anmelden mit den Daten. Das ist der SIP-Server 1 hier oben. Kopieren wir hier rein. Und einen Proxy-Server haben wir keinen, nicht vorhanden. Können wir also hier leer lassen. Ich scroll mal hier so ein bisschen runter, dann kann man hier noch einstellen, wie der kontaktiert werden soll. Und ich nehme dann immer beides, weil wenn eins von beiden Anschlussarten mal ausfällt, geht vielleicht noch die andere. So, die Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen, brauche ich eigentlich nicht. Und ich klicke mal auf Weiter. Jetzt hat er ein Problem natürlich mit der Internetrufnummer, die mag er jetzt natürlich nicht. Da mache ich einfach den Punkt hier raus und hoffe, dass das dann funktioniert. Ja, hat geklappt. So, Benutzername, Internetrufnummer lassen wir mal alles so und ich gehe mal auf Weiter. So, die Prüfung der Telefonie war jetzt erfolgreich. Ich klicke nochmal auf Weiter und jetzt habe ich hier einfach einen Anbieter mehr drin. Die große Frage ist jetzt natürlich, wann weiß denn mein Telefon, dass es diesen Anbieter nutzen soll? Den soll es ja nicht nutzen, zum Beispiel, wenn ich auf Festnetz telefoniere. Da hätte ich ja die Festnetzflat von Vodafone Kabel hier. Macht also keinen Sinn, dann über diesen Anbieter zu gehen. Dazu gehen wir jetzt hier links bei Telefonie auf die Rufbehandlung. Und hier gibt es nämlich den Punkt Wahlregeln. Und hier kann ich jetzt eine neue Wahlregel erstellen. Hier kann ich einen Bereich auswählen und der gibt mir das jetzt alles eigentlich schon vor. Und ich sage jetzt einfach mal Ausland, weil ja mein Vodafone-Tarif hat ohnehin überhaupt keine guten Auslandstarife. Also wenn ich ins Ausland telefoniere, macht es sowieso Sinn, nicht den Vodafone-Vertrag zu benutzen. Und dann kann ich hier unten auswählen, verbinden über. Und der untere, wir erinnern uns, das war jetzt meine SIP-ID, ist halt mein VoIP2GSM-Anbieter. Das bestätige ich jetzt einmal mit OK. Das heißt, sobald 00 vorgewählt wird, merkt er, es geht ins Ausland und dann benutzt er eben diesen Anbieter zum Rausrufen. Ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, ich will es euch nur sagen, dass es möglich ist. Man kann hier eine Nummer festlegen, die der andere dann sieht, wenn man den anruft. Also auch dieses Feature würde funktionieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel meine schon bestehende Festnetzrufnummer von Vodafone dahinterlegen. Die gehört ja mir, die darf ich auch entsprechend setzen. Und so würde der Angerufene dann meine Nummer sehen und könnte mich auch zurückrufen. Wir gehen jetzt mal aber ans Fritzfon und schauen uns das Ganze dort an, wie es dann aussieht, wenn ich in die USA anrufe. So, dazu bin ich jetzt an meinem Fritzfon. Im Hintergrund seht ihr schon die Seite offen. Die Nummer, die möchte ich jetzt anrufen. Die Vorwahl für die USA ist die 001. Ist ja auch, ja, America First, klar, macht Sinn. Und dann 804222 und 4 mal die 1. Soll jetzt 1,8 Cent kosten. Und jetzt müsste mir auch der, das Fritzfon anzeigen, über welchen Anbieter jetzt das Ganze läuft. Also ich drücke mal anrufen. Hier unten steht nach USA. Achtung, Ihre Sicherheitseinstellungen lassen diesen Anruf nicht zu. Besuchen Sie das Kundencenter und ändern Sie die möglichen Ziele unter dem Punkt Sicherheit. Okay, das war jetzt eine Ansage von VoIP2GSM, dass ich gar nicht in die USA telefonieren darf. Erlaubte Ziele für SIP-Telefonie, tatsächlich, da ist die USA gar nicht erlaubt. Deshalb klicke ich hier mal auf Weltweit und erlaube also alles und gehe auf Speichern. Einstellung erfolgreich gespeichert. So, die Nummer rufe ich jetzt einfach nochmal an und stelle mal auf laut. 256. Ja, nach 10 Sekunden wird das Ganze unterbrochen, automatisch, scheinbar von dieser Testnummer. Mich hat es jetzt ein bisschen gewundert. Normalerweise sehe ich, über welchen Anbieter das Ganze läuft. Wir haben ja durch die Ansage jetzt im Grunde schon erfahren, dass es VoIP2GSM wohl war. Nichtsdestotrotz, ich gehe mal auf mein Kundenkonto zurück, kann hier auf Verbindungen direkt sehen, welche Nummer ich angerufen habe mit unterdrückter Rufnummer und sehe jetzt auch die Zielrufnummer, eben diese Testrufnummer und die Dauer. Das war einfach die maximale Dauer. Nach diesen 10 Sekunden bricht er halt ab. Oder hier 12 Sekunden. Und hier sehe ich auch die Gebühr. Warum ist sie jetzt nicht bei den 1,8 Cent, sondern bei den 0,9 Cent? Ja, weil wir eine 30-30-Taktung haben. Der rechnet also jetzt nicht die komplette Minute ab, sondern nur die ersten 30 Sekunden. Und das ist halt eben die Hälfte. Hatte ich ja gesagt, ist eine sehr kundenfreundliche
Taktung, die da gewählt ist. Also nochmal zusammengefasst, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben in die Fritzbox diesen Anbieter eingetragen, bei dem könnt ihr euch einfach registrieren mit Namen und Anschrift und haben dann über das Fritzphone angerufen und durch diese definierte Wahlregel wird einfach automatisch schon der richtige Anbieter ausgewählt. Das heißt, ab jetzt kann ich mit dieser kleinen, kurzen Konfiguration einmal im Festnetztelefon völlig problemlos ins Ausland telefonieren. Das gleiche geht natürlich auch noch für Mobilfunknummern. Macht ja auch absolut Sinn, die Standardtarife von Telekom, Vodafone und Konsorten sind halt auch nicht gerade günstig im Mobilfunknetz. Auch da ist VoIP2GSM deutlich günstiger. Wir gucken nochmal schnell irgendwie unter Finanzen und Tarife, Land nehmen wir mal Deutschland. Und hier steht jetzt irgendwas, ein Mobilfunknetz ist irgendwo bei 3 Cent die Minute. Ich meine doch, dass das 19 Cent die Minute bei so einem Vodafone-Vertrag wäre. Also wenn wir schon dabei sind, könnten wir bei der Rufbehandlung noch eine neue Wahlregel einfügen und könnten auch einfach sagen, ja, Mobilfunk machst du doch bitte auch dann über VoIP2GSM. Damit haben wir die Garantie, dass uns die Kosten nicht aus dem Ruder laufen und bei VoIP2GSM ist ja sowieso eine Kostenbremse drin. Ich habe ja gesagt, Voice over IP bzw. SIP ist die einfachste Möglichkeit, günstig zu telefonieren. Und ich habe das jetzt in der Fritzbox gezeigt und hätte damit Zugriff über mein Standard-Festnetztelefon. Das ist ja schon komfortabel, aber es geht noch besser oder anders. Ob das besser ist, weiß ich nicht. Wir können am PC diesen Anschluss ebenfalls konfigurieren und können dann, wie wir es von Skype kennen, einfach mit der PC-Hardware telefonieren. Das heißt, sobald wir Internet haben mit dem PC, können wir auch diese Verbindung nutzen. Und genau das machen wir jetzt auch. Die Fritzbox spielt dabei überhaupt keine Rolle. Wir können das einfach lokal am PC konfigurieren. Da bin ich jetzt also wieder in meinem VoIP2GSM-Konto, gehe hier oben wieder auf Telefonie und gehe wieder auf meine Anschlüsse. Und ja, hier hat er jetzt die Anmeldung bemerkt. Also man kann halt mehrere Geräte verbinden. Hier steht sogar, dass die Fritzbox Cable verbunden ist. Also das passt alles. Ich nehme wieder den hier, kopiere mir den raus und gehe ins Linphone. Linphone ist eine Software, die ich auf Windows installieren kann oder auf allen anderen Systemen. Lin steht, glaube ich, für Linux. Kommt ursprünglich, glaube ich, mal aus der Linux-Welt. Geht aber auch auf allen anderen Systemen. Es gibt auch unterschiedliche SIP-Software, zum Beispiel wie Jitsi, die kostenlos ist. Das ist jetzt einfach eine Beispielsoftware. Zoiper wäre vielleicht jetzt auch noch zu erwähnen. Also Zoiper, Linphone, Jitsi sind gängige, kostenlose SIP-Softwares, die es auf ziemlich allen Plattformen kostenlos gibt. Also, was müssen wir machen? Ich würde euch empfehlen, diesen Account Assistant zu benutzen. Ich klicke hier also einmal auf Assistant und ich möchte keinen neuen Linphone-Account erstellen, sondern ich will einen SIP-Account erstellen. Nicht erstellen, Vorsicht, sondern benutzen, weil ich habe ja schon einen. Also wir machen wieder Use SIP-Account und jetzt haben wir das gleiche Spielchen wie vorhin. Die SIP-Domain ist die hier, die kopiere ich wieder einmal rein. Den ganzen Rest kann ich mir jetzt hier wieder wie gewohnt rauskopieren. Wir machen mal einen Test, wir schauen mal, ob wir zwei Geräte verbinden können mit der gleichen SIP-ID oder ob wir tatsächlich zwei SIP-IDs benutzen müssen. Wir schauen mal. UDP ist in der Regel richtig und ich sage einmal Use. Jetzt kann ich hier oben, wo jetzt das rote Ausrufezeichen ist, einfach wechseln auf den neuen Account. Ja, Presence Status ist eigentlich egal. Ich gehe aber mal auf grün, dann ist es hier oben schön grün. Das scheint geklappt zu haben. Jetzt ist die Frage, was zeigt er mir denn hier unten an in meinem... Ja, er zeigt jetzt auch Linphone an. Klar, auch mit der gleichen IP. Und damit kann ich jetzt auch das nutzen. Um zu beweisen, dass das auch funktioniert, ich stelle mal meinen Ton ab am PC. Gehe mal hier auf die Verbindungen, dann sehe ich ja nochmal die Nummer, die ich vorhin angerufen habe. Rufe ich die jetzt auch einfach mal an und wir müssten jetzt sehen, dass die Nummer dann hier erscheint. Also wieder nach zu Linphone gehen. Hier oben kann ich einfach die Nummer reinkopieren und kann hier auf Anrufen klicken. Wie gewohnt, nach 12 Sekunden ist jetzt hier dieser Anruf abgeschlossen. Wir können hier wieder im Benutzerkontrollzentrum einmal neu laden und sehen jetzt ja auch hier den Anruf von 14.12 Uhr, gleiche Uhrzeit und ja auch 9 Cent. Bei allem, was ihr macht, solltet ihr natürlich vorher mal testen, dass das richtige Mikrofon und so weiter eingestellt ist und am besten mit Kopfhörern telefonieren. Ich habe ja versprochen, dass wir es sowohl am Festnetztelefon, am PC und jetzt zu guter Letzt am Smartphone auch machen. Für die iOS-Benutzer, die können natürlich auch Zoiper benutzen, nur mit dem Hinweis, falls ihr eingehende Anrufe empfangen wollt, dann ist Zoiper eine schlechte Wahl, da schaut mal nach der App Grand Stream
Wave. Das Hinzufügen des Accounts ist überall ein ähnliches bis gleiches Prinzip. Wer Android hat, der hat vielleicht das Glück, dass er in der Dialer-App schon direkt einen SIP-Account hinzufügen kann. Das funktioniert aber nicht bei allen Android-Telefonen. Das ist ein bisschen herstellerabhängig. Hier funktioniert es zum Beispiel in meinem Emulator auch nicht. Ja, geht einfach nicht. Wenn ihr das machen könnt, macht es in der Dialer-App. Wenn nicht, dann würde ich empfehlen, hier einfach Zoiper oder Linphone zu installieren. Linphone lässt sich hier nicht installieren, deshalb nehme ich einfach Zoiper. Den habe ich jetzt schon mal vorinstalliert. Da kann ich einfach auf Open gehen. Und hier ist die Einrichtung jetzt ein bisschen anders. Hier ist nämlich das Add entscheidend. Ich brauche jetzt also wieder meinen Username, den wir vorhin hatten, und dann hänge ich mit Add hinten den Server von Web2GSM dran. So sieht dann das Endergebnis aus. Also vorne wieder unsere SIP-ID, dann ein Add und dann einfach den Server, den wir vorhin auch schon immer eingetragen haben. Passwort haben wir ja auch wieder rauskopiert. Von daher klicken wir jetzt hier mal auf Create an Account. Create an Account ist ein bisschen widersprüchlich, weil wir erstellen ja keinen neuen, aber für Zoiper ist das jetzt eine Anlage eines neuen Accounts. Er hat jetzt auch den Hostnamen und Provider schon erkannt, von daher kann ich auf Next gehen. Das kann ich überspringen mit Skip und er kann das jetzt testen. Eigentlich müsste er bei SIP UDP jetzt gleich erfolgreich sein. Ist er nicht. Ich drücke trotzdem auf SIP UDP und gehe auf Finish. Und jetzt muss ich dem noch erlauben, dass der auch anrufen kann, also die ganzen Berechtigungen. Und im Hintergrund darf er natürlich auch laufen. Do not disturb kann ich ihm jetzt geben. Das ist dann wichtig, wenn er halt Anrufe empfangen muss. Aber wir gehen ja jetzt nur vom nach draußen rufen aus. Ich nehme wieder meine Nummer, die wir vorhin auch schon hatten, und klicke einmal auf Anrufen. Und ja, wieder alles erlauben hier natürlich. Also trotz des fehlgeschlagenen UDP-Tests funktioniert das Ganze jetzt. Und ist wir dann auch wieder entsprechend aufgelegt. Wir schauen jetzt wieder in unsere Liste in unserem Kundensender und jetzt ist auch der vierte Anruf dabei mit seinen 12 Sekunden von 15.08 Uhr hier oben. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dem Video nicht erschlagen, aber wenn ihr einmal diesen Web2GSM-Account erstellt habt, dann könnt ihr damit überall telefonieren. Und wer jetzt denkt, er kann nur von Deutschland aus telefonieren, nein, das ist nur die Voraussetzung, ihr braucht Internet und schon könnt ihr diesen Account benutzen. Das heißt, wenn ihr im Ausland seid, im Urlaub seid und wollt zum Beispiel nach Deutschland zurückrufen, dann könnt ihr für 1 Cent, glaube ich, ist der Standardtarif, aktuell ist er ein bisschen reduziert, aber dann könnt ihr natürlich für den gleichen günstigen Preis nach Deutschland zurück telefonieren. Es gibt da also sehr wenig Beschränkungen, den Web2GSM-Account zu nutzen. Auch wenn das jetzt hier nach Werbung klingt, ich bin weder von Web2GSM irgendwie finanziert, noch gibt es hier ein Affiliate-Programm. Das ist also tatsächlich meine ehrliche Begeisterung für diesen Dienst.